Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist IWCD und willkommen zu einem neuen UFO-Vlog heute mal wieder. Was ist das hier? Könnt ihr das erkennen? Könnt ihr das hier erkennen? Das, Leute, ist ein Verlängerungskabel für halt Kabel mit diesem Anschluss. Das bringe ich jetzt ins UFO, denn das kann man benutzen für so ein Monitor, also Monitorkabel, weil das eine war relativ kurz. Also echt nichts Spektakuläres. Spektakulär wird es aber dann allerdings gleich im UFO, denn es sind wieder viele Pakete angekommen für mich und der arme Sturmwaffel hat natürlich mal alles wieder angenommen. Der ist immer zu den Zeiten da, wenn meine Pakete kommen. Deswegen großes Dankeschön an dich, Sturmwaffel. Großes Dankeschön. Ist natürlich in der Beschreibung verlinkt, muss man an der Stelle nochmal sagen. So viel Arbeit, ja, so viel Annehmen von Paketen. Ja, okay, so viel Arbeit ist es nicht, aber es kann manchmal schon ein bisschen nerven. Und die werden wir gleich aufmachen und das wird höchstwahrscheinlich schon das große Projekt sein für heute. Ist echt ein großes Projekt. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie ich an die Sache rangehen werde. Und den Stecker machen wir auch noch vom Rollo dran. Aber jetzt lasst euch erstmal überraschen, was in dem Paket ist. Ich lasse mich ja auch überraschen. Ich habe es ja auch noch nicht gesehen, ne? Ach Leute, und mir fällt gerade noch ein, ich habe einen Access Point erstellt. Viele von euch meinten ja, hol dir auf gar keinen Fall einen Repeater, weil der WLAN-Empfang in meinem Zimmer so schlecht ist, sondern hol dir einen Access Point. Und das habe ich gemacht und den habe ich gestern bestellt und der sollte eigentlich heute auch noch ankommen. Das heißt, das können wir auch noch machen, Leute. Der Aufzug fährt nicht. Ich habe auf 3 gedrückt. Ich will euch jetzt nicht unbedingt hier die Namensschilder alle zeigen, aber ich kann auf alle Etagen drücken. Er zeigt mir ja auch, dass er hochfahren will. Aber er macht nichts. Oh ne, jetzt sag mir nicht, er hat mich eingesperrt. Aber ich komme doch wieder raus, oder? Okay. Mal gucken, was er jetzt macht. Oh, er fährt. Er fährt. Alles ist gut. Ich habe gerade im Aufzug festgesteckt. Echt? Ich habe mich reingestellt, habe auf 3 gedrückt. Der ist zugegangen, hat nichts mehr gemacht. Das ist eine traurige Geschichte. Ja. Viel Spaß noch bei deinem Video. Danke. Leute, das sind meine Pakete. Die nehme ich jetzt mit. Danke fürs Annehmen, ne, Sturmwaffel? Like das Video. Hallo zwei Bildschirmis. Hallo Kevin. Hallo Palmela. Komm mit. Bevor ich mich aber über diese riesigen Pakete hier kümmere, sorge ich erstmal dafür, dass ich den Stecker irgendwie an das Rollo bekomme. Beziehungsweise an das Rollo-Kabel. Okay, hier ist jetzt der Stecker drin, der an dieses Kabel muss. Ich kann es gerade an der Stelle nochmal sagen, Leute, fummelt nicht an irgendwelchen Kabeln rum. Ich meine das richtig ernst. Auf diesem Kabel hier ist kein Strom. Das ist das Kabel, was oben von meinem Rollo kommt. Hier ist kein Strom drauf, ansonsten werde ich das auch nicht machen. Fummelt bitte ohne Witz, es ist saugefährlich an Kabeln rumzufummeln. So, wir haben jetzt hier diese 2 Pole, einmal links und rechts und haben jetzt hier diese 2 Kabel und können das ganz einfach, indem wir hier diese Schrauben rausdrehen, kann man einfach diese Kabel verbinden. Das war's auch eigentlich schon, also das ist kein großer Akt, aber wie gesagt, nicht nachmachen. Kabel Nummer 1, Kabel Nummer 2 ist drin. Zack! Und dann checken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Jawohl, Leute! Kevin, es wird dunkel! Oh nein, Kevin, das schöne Licht! Leute, wir haben so viel in die Kommentare geschrieben, dass ich das Ding hier nicht auf die Heizung legen soll. Ist an sich ja auch vollkommen richtig. Ehrlich gesagt habe ich sowieso nicht vor, diese Heizung hier zu nutzen. Hier ist es eh immer mega warm drin und da hinten wäre auch noch alternativ noch eine Heizung. Grundsätzlich aber natürlich nicht falsch. Also Dankeschön an 400 Leute, die alle jeweils einzeln in die Kommentare geschrieben haben, dass ich das nicht auf die Heizung legen soll. Ich werde es wahrscheinlich jetzt hier so an die Seite packen, denn es ist halt auch super umständlich, das hier hinten so einzustecken. Deswegen glaube ich auch sogar, das Kabel reicht so gerade bis ins erste und da kommen an die hintere nicht mehr dran. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, die Steckdose hier so in etwa irgendwie festmachen. Sieht zwar nicht ganz so super duper aus, aber ist auch deutlich einfacher erreichbar. Und ja, die Heizung und die Steckdose kommen sich halt nicht in die Quere. So Leute, wie ihr seht, habe ich das ganze Ding jetzt hier festgemacht, die Kabel nochmal hier so ein bisschen neu verlegt von dem Rollo hier so hinten rum und ja, ich habe das Ganze jetzt mit Panzertape festgemacht, also das so gedreht, dass es quasi wie doppelseitiges Klebeband ist. Falls ich jetzt hier die Heizung benutzen sollte, kann es natürlich eventuell kritischer werden, wenn es hier warm wird, dass das nicht mehr richtig hält. Ich glaube aber ehrlich gesagt daran, das wirkt schon echt ziemlich stabil hier das Ganze und ja, der Part ist auf jeden Fall jetzt schon mal eingerichtet. Okay Leute, ich würde sagen, wir packen jetzt einfach mal diese Kisten hier aus. Oh. Und zwar sind das original gebrauchte Apfelkisten. Also hier wurden irgendwann mal Äpfel mit von A nach B getragen. Ja, und jetzt sind sie halt bei mir im UFO. 6 Stück. Aber ich dachte eigentlich, ich hätte 7 bestellt. Ich habe auch 7 bestellt. Ich habe gerade nochmal in der Bestellung nachgeguckt, aber es sind nur 6 gekommen. Also irgendwie ist das sowieso ganz kurios mit den Weinkisten. Das hat Sturmi auch das Problem. 2 Stück kamen irgendwie gestern und 4 Stück kamen irgendwie heute. Dabei habe ich bei einem Anbieter nur ein einziges Mal bestellt. Also keine Ahnung, was da los ist. Es kann auf jeden Fall sein,
dass noch eine Kiste nachgeliefert wird. Ich hoffe es mal. Auf jeden Fall sollen diese Kisten hier, die echt richtig nice used aussehen, so wie ich mir das vorstelle, hier an die Wand, denn das soll so eine Art Regal werden. Ich werde dir hier so eine Reihe hinhängen und hier so eine Reihe. Ich hatte mir eigentlich überlegt, dass ich hier so eine Dreierreihe mache und hier so eine Viererreihe irgendwie so, was jetzt halt nicht mehr aufgeht, weil eine Kiste zu wenig ist. Aber das soll so irgendwie so ein bisschen der Style werden. Ich muss ja zugeben, Sturmwaffel hat das Ganze ja auch schon sich so überlegt. Also der hat ja auch diese Obstkisten bestellt. Das liegt ein bisschen daran, dass wir gerade so im Internet die ganze Zeit mal so rumgucken, was sieht cool aus. Und auf Pinterest zum Beispiel ist alles voll mit diesen Kisten. Und ich muss sagen, ich habe mich halt auch so ein bisschen in diesen Look verliebt. Die sehen halt richtig ranzig und die sind sogar tatsächlich ranzig. Die sehen nicht nur so aus, sondern die sind es auch. Was ist denn hier noch für ein Zettel drin? Leute, zieht euch das mal rein. Hier ist ein Zettel drin mit nichts drauf. Mysteriös. Ja, auf jeden Fall finde ich die ziemlich cool an der Wand halt. Dann kann man die sich so dran pappen und als Regal nutzen und alles Mögliche dann reinstellen. Dann hätte ich nämlich endlich auch mal ein bisschen was zum Verstauen. Alter, ist fast hingefallen hier. Ich habe nur noch gar keine Ahnung, wie ich die an die Wand hänge. Vielleicht einfach mit Nägeln? Also mein Plan war es halt, das Ganze genau so an die Wand zu hängen, nur dass hier halt noch dieser dritte Part fehlt, der sich dann quasi wie so ein Puzzleteil zu diesem Muster halt ergänzt. Ja, ich glaube nur eigentlich noch andersrum. Also der große Teil eigentlich hierhin, der kleine dahin. Ich muss echt ein bisschen gucken, dass ich mit der Lampe da irgendwie nicht in die Quere komme. Und jetzt ist halt die große Frage, ob ich hier einfach so Nägel durchhaue. Ich glaube, das müsste reichen. Das ist zwar Rehgips, aber die sind ja nicht super duper schwer und da wird jetzt auch nicht so viel Schweres reinkommen. Ich könnte mir vorstellen, hier einfach Nägel durchzuboxen und die dann einfach dran zu hängen. Ich habe auf jeden Fall jetzt eingesehen, dass ich in den Baumarkt muss. Ausnahmsweise mal wieder, Leute. Und ich brauche tatsächlich Dübel und nochmal so Haken, um die richtig an die Wand machen zu können. Ich glaube, mit Nägeln ist das nicht so richtig was. Ich habe gerade mal gegoogelt und alles über 5 Kilo sollte man an Rehgipswänden wohl nicht so wirklich dranhängen. Zumindest nicht ohne Dübel. Deswegen werde ich jetzt Dübel holen, wieder halt Löcher in die Wand bohren. Das geht aber Rehgips relativ einfach. Ich wollte das eigentlich vermeiden, weil das so große Löcher hinterlässt. Aber wir wissen ja mittlerweile, mein Zimmer, das ist alles mittlerweile egal. Da kann ich mich, glaube ich, echt, also da muss ich mir keine Gedanken mehr drum machen. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht sogar noch so eine Mehrfachsteckdose holen soll. Also so eine mit Überspannungsschutz und so ein Master-Slave-Funktion. Also dieses typische, wenn man eine Sache anmacht, gehen noch ganz viele andere Steckdosen gleichzeitig mit an. Da gibt es nämlich auch noch eine, habe ich gesehen. Und die könnte ich da eigentlich direkt mitnehmen. Dübel, 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 dübel. Und eine fette Master und Slave mehrfach überspannungsgeschützte Steckdosenleiste. Zurück ins UFO. Oh Gott. Freunde, jetzt heißt es wieder bohren, bohren, bohren. Dübel, Schrauben, bedienen. Leute, wie kann man denn bitte so genau eine Schraube treffen? Alter, das gibt's doch nicht. Okay, Leute, ich bin fertig. Und zwar mit dem Teil, den ich halt fertig machen kann. Denn hier fehlt noch eine Kiste. Also ich würde jetzt potenziell sagen, die würde ich jetzt hier hin machen. Die könnte man aber sonst auch nach hier unten machen. Aber ich glaube, dann wird der Platz nicht mehr... Das sieht ja nicht mehr so cool aus, wenn der Platz unten so unterschiedlich ist. Also ich find's sehr, sehr cool. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Es hat nicht 100% so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe hier gerade noch das Stativ. Ich glaube, es wird ein bisschen eng, wenn ich euch das zeigen will. Aber... ja, die Kisten sind halt dann doch so dick, dass die Schrauben, wie ihr sehen könnt, nicht 100% dann bis ganz in die Wand rein können. Damit habe ich nicht gerechnet, dass quasi dieser Außenkasten nochmal so krass viel Platz irgendwie in Anspruch nimmt. Aber ganz ehrlich, die Schrauben sind so lang. Ich glaube, das sind mindestens 40 mm Schrauben. Also die gehen auf jeden Fall ein ganzes Stück lang noch in die Wand rein. Deswegen bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das Ganze hier hält. Und ich ziehe hier dran und es passiert nichts und es bewegt sich nichts. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das Ding hier richtig gut halten wird und ich hier guten Gewissens alles Mögliche reinpacken kann. Ihr könnt es richtig sehen, guckt mal da. Hier ist echt, die waren echt vor kurzem noch in Gebrauch. Hier sind noch überall Blätter dran und Spinnenweben und so. Das macht das Ganze natürlich hier nochmal einen Ticken authentischer. Aber ja, ein Ding fehlt halt irgendwie. Dieser Versand ist echt nicht der allergeilste. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man das eventuell später noch beleuchten könnte oder irgendwie sowas in der Art, so eine Art komplettes Beleuchtungsvideo werde ich auf jeden Fall auch noch machen, wo ich alles dann noch mit LEDs ausschmücke und so weiter und so fort. Da habe ich schon einen genauen Plan, wie ich das machen werde. Aber ja, das gibt es dann irgendwann in einem anderen Video. Hi. Das müsste eigentlich der angesprochene Access Point sein. Jawohl. Und ein ganz kurzes LAN-Kabel. Denn der WLAN-Empfang ist, wie ihr hier unten sehen könnt, echt nicht gerade gut. Ich lade schon die ganze Zeit hier, den ganzen Tag irgendwie so alle möglichen Programme runter, die man so brauchen könnte. Aber mit diesem kleinen Access Point hier, den ich hier unten wahrscheinlich gleich in den Bodentank bauen werde, habe ich dann quasi noch mein eigenes WLAN-Netzwerk in meinem eigenen Zimmer. Und dann sollte das deutlich besser sein. Selbst wenn ich den hier unten im Bodentank lasse, sollte das eigentlich reichen. Ich habe mir extra so ein ganz, ganz kleines bestellt, damit er hier hoffentlich noch reinpasst.
Ja, ja, passt doch perfekt. Okay, dann wollen wir das Ganze mal auspacken. Ich bin ja schon wahnsinnig gespannt, wie das Kabel wohl aussieht. Wow. Okay, packen wir mal das andere Ding aus. Ich glaube, es reicht nicht, wenn ich das einfach nur hier ans WLAN anschließe, weil das Passwort geschützt ist. Ah! Boah! Leute, zieht euch das mal rein. Das ist der Router. Wie klein ist der denn bitte? Wie klein? Alter, ist der dünn. Als ob. Ach du meine Güte, Leute, das ist ja sowas von winzig. Strom. Als ob. Hier ist einfach eine perfekte Box, um den reinzulegen. Hier ist halt so ein Stück frei und da passt einfach perfekt der Router rein. Krass. Zack. Strom dran. Zack. Und das Ding leuchtet. Dann stecken wir hier mal das Kabel um in 12. Jo, jetzt blinkt er nicht mehr, sondern jetzt leuchtet der grün. Könnte ganz positiv sein. Aber im WLAN-Empfang hat sich noch nichts geändert. Naja, Leute, ich werde auf jeden Fall jetzt ein bisschen rumprobieren. Ich dachte tatsächlich, dass das USB-Ding hier, dieses Ladegerät von dem Router, genau hier reinpasst, von dem Access Point. Aber nein, falsch gedacht. Das sind so, ja, ich schätze mal 2 mm. Mittlerweile kann ich ja Millimetermaße ganz genau aus dem Kopf so sagen. Ich würde mal sagen, ja, vielleicht sind es auch 3. Ist es auf jeden Fall zu hoch. Das heißt, naja, ich kann hier drauf rumtrampeln. Leider hat das Ganze aber dann so einen kleinen Kippeleffekt. Das ist nicht ganz so gut. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt schon richtig eingerichtet ist, denn hier sind es plötzlich irgendwie 2 von 3 Strichen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen rumprobieren. Das ist so relativ langweilig. Jetzt so ein bisschen Softwarezeug. Müsste das eigentlich, glaube ich, nochmal mit einem Laptop verbinden und dann nochmal alles einstellen und so. Dann sollte das aber eigentlich alles passen. Dann kann ich ja nochmal einen Speedcheck machen und dann gucken wir mal, ob das Ganze ein bisschen besser geworden ist. So sieht es auf jeden Fall aus, das Ergebnis hier mit den Kisten, Leute. Nicht immer denken, das ganze Projekt ist dann schon komplett zu Ende. Auch hier bei der Korkwand kommt nochmal ein bisschen was dazu. Ich habe mir schon so ein bisschen was überlegt, wie ich das verzieren kann, was ich vielleicht noch mit dazu machen kann. Und hierbei natürlich das Gleiche. Ja. Hier könnt ihr euch noch überall so ein paar kleine Pflanzen vorstellen. Vielleicht auch noch die ein oder andere Beleuchtung müsste man sich mal überlegen, ob man das machen kann, dass man quasi nochmal so einen eigenen Stromkreislauf hier irgendwie so reinlegt und damit was macht. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Mit der Gesamtoptik finde ich, ist das schon alles sehr, sehr nice. Hier mit diesem grün-schwarz-braun-Tönen mit ein bisschen grau-weiß im Hintergrund. Finde ich sehr, sehr gut. Das hier oben bleibt natürlich auf Dauer auch nicht alles weiß. Da werde ich mir auch noch was für überlegen, beziehungsweise habe mir schon ein bisschen was überlegt. Das war's aber jetzt erstmal mit dem heutigen Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch den Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann in dem nächsten UFO-Vlog wieder, der höchstwahrscheinlich morgen sein wird. Und bis dahin würde ich sagen, take this easy, nehmt das Leben nicht zu ernst und dann sehen wir uns wieder, ne? Mach's gut, tschüss!